Heute Morgen um 6 haben wir Ihnen erzählt, dass jetzt ab dem 1. Mai eine Pflicht für ein GPS-Hundehalsband gibt. Jawohl, das heißt Digidog. Digidog. Piept immer. Piepst alle 5 Sekunden, um die Empfangsbereitschaft zu signalisieren. Ja, genau. Und da kann man auch die Gassige-Route sehen. Und wir haben heute Morgen hier schon eine Familie besucht. Die Familie Silbermann aus Lechhausen, die es natürlich nicht gibt. Und das hat meine Freundin Niki gespielt. Und ihr Mann war der Michael Schweinsteiger. Das ist der Kameramann von ATV. Danke fürs Mitmachen. Dankeschön an euch beiden. Genau. Super. Alles erstunken und erlogen. Heute ist der 1. April. Aber an unseren Telefonen, Sie können sich's vorstellen, war einiges geboten. Herr Spiegel zum Beispiel, der will sich gerade einen Hund anschaffen und der ist gleich richtig von 0 auf 100 aufgetreten. Wenn wir jetzt da anfangen, das Digidog, dann fangen wir da vielleicht mal an mit Digi-Pferd, Digi-Katze, Digi-Maus, Digi-Ratte, dann fange ich vielleicht mal irgendwann an, Digi-Mensch, also wo sind wir denn? Haben Sie schon mal geguckt, was heute für ein Tag ist? Dienstag, der 1. April. Aha. Ah, Mensch, das ist liebe Scheiße. Entschuldigung. Ich hab mir schon gedacht. Guten Morgen, die Frau Mottika ist dran aus Augsburg. Das mit dem Hundehalsband, wo jetzt kommt, ich finde das eine Unverschämtheit. Mich stört es, dass man in Privatsphäre eingeht. Ja, aber ein Hund hat ja keine Privatsphäre, wenn der jetzt geortet wird, oder? Aber ich bin dabei. Also weil Sie an der Leine quasi ja mit dranhängen, ne? Ja, sicher. Also ich muss ganz offen ehrlich sagen, dann werde ich mir jetzt mit anderen Hundebesitzer erstmal zusammensetzen und dass mir uns da wirklich dann gegen Dings miteinander auf die Barrikaden fällt. Weil so geht's nicht. Was haben Sie für einen Hund? Einen kleinen Mischling. Also wir haben 3 Varianten, Digidog Normal, Digidog Nature. Das ist ein Naturlammfell und Digidog Deluxe. Das hat eine integrierte Knochentragetasche. Aha, ich kann es bestellen. Wenn es einmal erwischt werden ohne Digidog-Band, dann gibt es eine Ermahnung. Und beim zweiten Mal kommt der Chines. Und Sie wissen ja, was das heißt. Die Reaktion von Carmen war auch toll. Carmen hat auch gleich eine Mail geschrieben. Sie war entrüstet und hat dann auch noch angerufen bei uns. Und dann haben wir die Katze aus dem Sack gelassen. Hast du schon mal geschaut, welcher Tag heute ist? Der 1. Mai. Nee. Na, der 1. April. Oh Gott, nein. Ja. Volltreffer. Oh, Scheiße. Oh Mann. Ihr seid echt doof. Daniel und das Morgenteam. Die lustigste Morgenshow für Augsburg, Stadt und Land.